Hallo meine lieben Nutfail Symmetry hier und heute mal ausnahmsweise das Montagsvideo an einem Dienstag. Ich hoffe, ihr verzeiht's mir, aber es hat aus Zeitgründen leider nicht anders gepasst. Ja, heute haben wir auch schon den letzten Teil meiner Pokémon-Sammlung hier, den ich euch gleich zeigen werde. Aber vorher möchte ich mich dann noch bei Lison bedanken, weil endlich mal sind die Karten angekommen. Es hat ja wegen dem Poststreik etwas gedauert. Die drei Hübschen hier haben wir getauscht und dann habe ich auch noch mal wieder Extras bekommen. Zwar ein Gewaldro und ein Reverse Washakville, wenn ich das so richtig ausspreche. Naja, auf jeden Fall vielen Dank. Mit dem Tausch hat alles super geklappt. Also ist er auch ein vertrauenswürdiger Tauschpartner. Und dann möchte ich mich auch nochmal bei Pudding bedanken. Pudding hat nämlich mein YouTube-Banner neu gemacht. Und ich finde, er sieht richtig hübsch aus. Also vielen Dank dafür. Und ja, bevor ich dann noch anfange, ich habe ja gerade gesehen, dass ich 100 Subs bekommen habe. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Es wird natürlich auch eine Verlosung geben. Nur wird die ein bisschen dauern, weil ich halt gerade Klausurenphase habe und viel lernen muss. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass die, sagen wir mal, Ende Juli hau ich dann noch mal eine schöne große Verlosung raus zu dem Anlass. Also vielen Dank dafür und fangen wir dann auch mal an mit dem letzten Ordner. Wie ihr sehen könnt, hier ist der ein bisschen verhübscht, verschönert worden und es fängt an mit der Radiant Collection aus dem Legendary Treasures Display. Da hatte ich das Glück, einfach mal alle zu ziehen. Und ja, ich mag sie sehr. Da sind dann die ganzen Full Arts. Und dann fangen wir auch an mit Schwarz. Nee, das ist immer noch Legendary Treasures, aber auch Schwarz-Weiß natürlich. Da dann zum Beispiel das Glurak. Hübsches Glurak. Victini. Ja, natürlich hier. Zweimal Reshiram, einmal EX, einmal Holo. Den Kyurem und Keldeo. Da haben wir noch Zekrom und Mewtwo und ein Thundurus. Das sind hier ganz normale. Riolu und Lucario. Meloetta, eine Excadrill, ich glaube Stalobor EX. Terrakion haben wir da auch noch. Meloetta und Darkrai. Ein Rayquaza, Kobalion. Noch das weiße Kyurem. Meine Lieblingskarte. Die Secret Rare. Das goldene Zekrom. Ja, und dann fangen wir aber auch mit XY an. Da haben wir, ihr seht, mir fehlt das tolle Mega Bisaflor EX hier. Ansonsten sieht das alles relativ gut gefüllt aus. Bis auf die Weiterentwicklung von Rutena. Was war es denn nochmal? Hier noch ein Turtok EX. Phinexis, ja, jetzt ist es mir auch eingefallen. 10 Minuten später. Hier wird auch ein Emolga EX, dann quasi als Füller mein japanisches Arbok, was ich gezogen habe. Oder hier auch meine Groink. Die halten quasi das Plätzchen warm. Für, falls ich denn mal das deutsche Pendant dazu ziehen würde. Das ist auch ein Holo-Traumwerk auf Japanisch. Ja, dann haben wir noch ein Panzer Aeron EX, kürzlich erst gezogen. Xerneas ist auch schon ein bisschen älter. Ja, dann kommen die ganzen Trainerkarten. Und hier sind noch die 2 Full Arts, die ich habe. Wunderschönes Xerneas und Emolga. Emolga.
Dann haben wir Flammenmeer. Schön alles chronologisch geordnet. Das ist das japanische Glurak, das gehört da eigentlich nicht hin. Aber wie gesagt, es ist ein Platzhalter. Dann haben wir noch Magnezone EX. Toxiquark. Holo Elisa auf Japanisch. Wieder als Platzhalter. Ups. Ja, hier ist es. Mega Glurak EX. Da gehört es auch eigentlich hin. Und dann haben wir noch Mega Kangama und das normale Kangama EX. Dann kommen wir zu den Trainerkarten. Und unsere schönen Full Arts. Glurak und Flordelis. Fliegende Fäuste. Da begrüßt uns ein Mega Scarabon EX. Hier ist noch nichts zu sehen an EX-Karten. Kommt wahrscheinlich noch irgendwo. Was haben wir da? Genau, noch ein japanisches Holo Machomai. Ist auch wieder ein Platzhalter. Hier haben wir auch ein japanisches Mega Lucario. Dann englisches Resladero, also Halucha EX. Holo Pandrago. Dann kommen auch wieder hier die Trainerkarten. Und da mein einziges Full Art getauscht mit Pokefabi. Der tolle Fossilforscher hat jetzt seinen Platz bekommen. Dann haben wir auch schon Phantomkräfte. Und ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Hier haben wir immer unsere beiden Voltensos. Gefolgt von einem Gengar und Mega Gengar. Gengar ist auch getauscht worden. Haben wir nochmal Durengard EX und Florges EX. Und dann kommen wir zu den Full Arts. Da habe ich die meisten. Und zwar haben wir hier Voltenso, Gengar, Florges und Calamanero. Und dahinter, genau, mein ganzer Stolz, die Mega Voltenso Secret Rare. Habe ich einmal aus einer Tin gezogen, off camera. Da war ich doch sehr erstaunt drüber. Hier sind noch mal ein paar Promos. Einmal allen voran die drei hier. Dann ist das eine japanische Promo. Die habe ich einfach mal in der Originalhülle gelassen, wie ihr seht, die glitzert ein bisschen. Dann habe ich da noch zweimal Xerneas Promo auf Japanisch. Zum, mit einem Pokémon-Stempel. Ja, weil ich die zweimal habe, ne, könnt ihr die einmal ruhig haben. Also die steht wohl zum Tausch. Dann sind hier die ganzen Jacks aus den Tins, die Promos. Ist ja nichts Neues. Dann kommt Gaia Volcano, das ist das japanische oder die japanische Hälfte von Protoshock. Da haben wir mal Trombok EX. Protoshock ist ja in Japanisch aufgeteilt in einmal Gaia Volcano und Tidal Storm. Da habe ich einen Protogrodon. Mega Stolos. Was noch? Ja, das sind keine Karten, aber die waren immer in den Boostern mit drin und ich fand die Artworks ganz hübsch, da habe ich es einfach drin gelassen. Dann ist das, wenn ich mich nicht täusche, Tidal Storm. Ja. Und die ganzen sind aus, also die ganzen Karten sind aus einem japanischen Display. Ich glaube, insgesamt 100 Stück. Also da ist die Ausbeute, finde ich, viel, viel besser als bei deutschen Displays. Weil wenn man ein japanisches Display kauft, was 100 Karten hat, dann hat man eigentlich schon die meisten
Kommens und Ankommens. Hier noch ein Full Art to Heido. Dann kommt das kleine Special Set. Wie hieß es nochmal? Team Aqua versus Team Aqua Double. Habe ich gerade Magua gesagt? Team Aqua versus Team Magma Double Crisis. Und ja, da hatte ich auch das Glück, in einem Display komplett alle Karten zu haben. Da waren aber auch nur 34 drin. Aber trotzdem hübsch, wenn man diese tollen EX-Karten hat. Ich finde diese super hübsch. Leider hatte ich sie nicht doppelt gezogen, sonst hätte ich sie auch gern getauscht. Aber mehr für mich. Das sind dann die Trainerkarten, die kommen. Ja, das war das kurze Set. Und dann kommen wir auch zu Protoshock auf Deutsch. Was habe ich denn hier schon? Nur noch gerade meine Tauschkarten an. Was für Nummern das sind. Dann kann ich wieder gleich einordnen. Ich meine, wenn ich schon mal dabei bin. Ja, sieht quasi ganz gut aus. Hier haben wir Kyogre. Was hatte ich gesagt? 81. Ah, hier ist 50. Moment, da kommt doch. Ja, perfekt. Dann kann ich gleich das Alamis, was ich getauscht habe. Tut mir leid. Reinmachen. Kleinen Moment. Ups. Entschuldigung. Hier ist das Alamis jetzt drin. Dann gehen wir mal weiter. Und ja. Bin hier, glaube ich, gerade schon wieder weggegangen. Ich brauche ja doch die 61, genau. Hier muss ich auch nicht mein Handy ablegen, weil die Folie geht. Da komme ich selber rein. So. Das ist doch schön, wenn man immer eine Lücke füllen kann. Ja,88 ist hier drin. Mach ich mal kurz so. So. Damit noch das Grodon. Mega Stolos Torhaido. Stolos EX. Mega Gardevoir. Hier dann Full Arts. Einmal Grodon und direkt das dazu. Hatte ich Glück, das Proto-Grodon zu erwischen. Dann haben wir noch mehr Full Arts, habe ich glaube ich die meisten. Also Trainer als auch Pokémon. Dann haben wir japanisches Drachenleuchten. Das ist euch ja bestens bekannt. Ups. So. Da haben wir ein paar EX-Karten. Da ist Rayquaza. Und mein ganzer Stolz, dieses Full Art Rayquaza auf Japanisch. Finde ich total hübsch. Dazu haben wir noch Haiku Full Art. Und dann kommen wir zu den ganzen Karten auf Deutsch. Da gibt es halt das Voltolos. Und dann sind wir auch gleich fertig, wenn ich mich nicht täusche. Ja, hier ist ein Rayquaza und Reshiram. Zekrom. Noch ein Rayquaza. Yep. Und das war's, meine Lieben. Ja, das ist meine Sammlung, wie ihr sehen könnt. Natürlich habe ich dann auch noch irgendwie Tinboxen voll mit doppelten Karten, die ich dann irgendwann mal verkaufe oder so. Ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke nochmal für die 100 Subs. Ich habe mich richtig, richtig gefreut. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin, habt eine gute Restwoche und ciao.